Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu noch mehr Assassin's Creed. Es wird wieder Zeit, euch zu zeigen, wie man es nicht machen sollte. Also jeder meiner Morde war in allergrößter Öffentlichkeit und dem Assassinenkodex nicht würdig. Was ist jetzt schon wieder? Altair. Mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Dachte ich mir schon. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Ich versuch's. Ja, okay, was muss ich jetzt trainieren? Ausweichen, was? Drücken und halten Sie Taste 1 und drücken Sie Leon, um Angriff auszuweichen. Also so oder wie? Nee. Oder? Ach so, jetzt habe ich's verstanden. Na, Moment. Ich werde sowieso nie ausweichen. Ich werde immer Konterangriffe machen. Wann genau muss ich drücken? Ich check's halt nicht. Vielleicht früher? Ah ja, ich muss früher drücken. Glaube ich. Das heißt, sobald ich ihn sehe, dass er angreift, sofort... Oh, das war schon wieder zu langsam, glaube ich. Ich check's gar nicht. Ich brauche das halt nicht, weil... Das Einzige, was ich mache, ist kontern. Und das funktioniert halt. Kämpfen. Hoffentlich war das alles. Ja, ich check's halt wirklich gar nicht. Ist auch nicht so wichtig, weil... Ja, ich bin beschäftigt. Ich frage mich, warum er immer sagt, ihr seid beschäftigt, wenn ich das Ding sowieso erledigt habe. Gehen wir doch mal nach Akkon. Gehen wir direkt ins Büro und dürfen uns wahrscheinlich gleich anhören, was los ist. Büro bitte. Finde ich gut, dass ich mich hinteleportieren kann. Ich check's halt gar nicht. Sind eine akzeptable Art, Dächer zu erreichen. Fassaden erklimmen dagegen nicht. Da schmeiße ich meine ganzen Wurfmesser hier durch die Gegend. So, schon sind wir im Büro und hören uns mal an, was er so zu sagen hat. Rafik, die Kunde eurer Taten verbreitet sich schnell. Anscheinend seid ihr aufrichtig bemüht, euch reinzuwaschen. Ich tue, was ich kann. Und manches Mal gelingt es euch. Mich dünkt, es ist euer Auftrag, der uns zusammenführt. Ja, Wilhelm von Montferrat heißt das Ziel. Was könnt ihr mir über den Mann sagen? Wilhelm wurde zum Regenten ernannt, solange der König seinen Krieg führt. Dies gilt vielen als wunderlich, bedenkt man den Zwist zwischen Richard und Wilhelms Sohn Konrad. Ich dagegen halte es für sehr weise. Weise? Weshalb? Richard und Konrad sind in vielerlei Dingen nicht eins. Obwohl sie sich zivilisiert benehmen, heißt es, dass sie einander nicht wohlgesonnen sind. Und dann gibt es da noch die Geschichte mit den gefangenen Sarazenen aus Akkon. So ist Konrad nach Tyros zurückgekehrt und Richard hat Wilhelm genötigt, hier als sein Gast zu verweilen. Ihr meint als Geisel. Wie ihr es auch nennt. Seine Anwesenheit sollte helfen, Konrad im Zaum zu halten. Ich habe mich nie für Politik interessiert. Aber ihr seid euch bewusst, dass eure Taten die Zukunft des Landes beeinflussen. Auch ihr seid ein Politiker, auf eure Weise. Wie ihr es sagt. Wo also schlagt ihr vor, soll ich mit der Suche beginnen? In Richards Zitadelle, südwestlich. Oder eher auf dem Markt davor. In dieser Richtung liegt auch die Heiligkreuzkathedrale. Ein belebter Ort mit sehr vielen redseligen Bürgern. Als letztes versucht es im Westen, wo der Ketten- und der Hospitaliterbezirk aufeinandertreffen. Dort solltet ihr fündig werden. Wohlan, dann werde ich euch nicht weiter stören. Ihr stört ganz und gar nicht. Ganz genau. Dann werde ich ihn mal nicht weiter stören. Was macht der? Macht doch sowieso nichts. Er steht doch eh da rum und macht gar nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so viele... Dass der so viel... Hier ist immer noch abgesperrt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der so viel Kundschaft hat. So. Jetzt mit zunehmendem Spielverlauf werden hier immer mehrere Dächer hier von Wachen bewacht. Das ist immer ein bisschen blöd. Ich habe hier nichts zu suchen. Weg mit dir. Eigentlich heißt der Assassinenkodex ja keine Wachen töten, aber pff. Ja, das wird nichts bringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Aussichtspunkt hier... Gott, bitte offenbar mir was. Ich weiß, er hat mir eine Himmelsrichtung gesagt, aber ich hoffe halt immer... Komm. Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, das habe ich mir fast gedacht. Din, 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 din. So, ich sehe einen weiteren Aussichtspunkt in der Nähe. Ich hoffe mal... Hä? Was habe ich denn gemacht? Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich getan habe, aber anscheinend habe ich irgendwas getan. Ich gehe mal hier, hoffentlich werfen sie mich, weil die können nämlich Steine werfen, das ist ein bisschen blöd, dann falle ich jetzt wahrscheinlich gleich runter. Bitte, nein, was war denn das? Ich habe eh das Gefühl, ich bin hier nicht in der richtigen,
in der richtigen Himmelsrichtung. Ich glaube, ich muss woanders hin. Ja, ich weiß, hier darf ich nicht durch. Das heißt, ich laufe jetzt mal in die andere Richtung. Bam! Ich gehe jetzt mal in die andere Richtung und guck mal, wo es weitergeht. Weil ich muss jetzt wieder Aussichtspunkte synchronisieren, um rauszufinden, wo ich jetzt an meine Infos rankomme. Vielleicht haben die mich gesehen, vielleicht ist die Leiche runtergefallen oder so, ich weiß es nicht. Jetzt gehe ich erstmal zu dem Aussichtspunkt hoch und synchronisiere den mal. Na, hoch da. Hoffentlich lassen die mich jetzt... Ich könnte einfach mal schnell da rein. Dann ist es eh gleich vorbei. Es war die eine Wache, die mich die ganze Zeit verfolgt hat und mir hier auf die Nuss gehen wollte. So. Hoffentlich finde ich jetzt hier mal interessante Infos. Oh, da hinten, das ist vielleicht diese Kathedrale, die Kirche da hinten. Das könnte vielleicht der Ort sein, wo ich hin soll. Wenn der Aussichtspunkt hier nichts freigibt, dann gehe ich mal in Richtung Kirche. Weil irgendwie hieß es in der Nähe der Kathedrale, vielleicht ist es die. Schauen wir mal. Und ja, doch, da ist sogar was. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche, das glaube ich, sehe ich im Escape-Menü. 3 Nachforschungen werden für das Attentat benötigt. Da vorne ist schon mal Nummer 1. Ja, geht mir aus dem Weg. Irgendwo... Ah, das war, glaube ich, ein Informantending, oder? Ja, da muss ich wieder... Bitte nicht wieder Ziele töten, das kriege ich wieder nicht hin. Mein Gott, tötet mich nicht. Ich bin doch ein Freund. Ihr seid es, Alter, ihr. Ja. Ihr habt mich erschreckt. Bekannt wie ein bunter Hund. Richards Männer verfolgen mich, 2 an der Zahl. Ich versuchte, einen Handel mit ihnen zu schließen, als ich bemerkte, dass sie mit mir spielten. Aha. Ich konnte aber fliehen. Könnt ihr ein Todesengel für mich sein? Und deren Köpfe holen, bevor sie meine nehmen? Okay. Im Tausch werde ich euch von dem Handel erzählen. Aha. Vielen Dank. Eliminieren Sie heimlich die Ziele. Aber ich habe diesmal keine Zeitlimit, sehe ich gerade. Nee, du sollst da nicht hoch. Im Einser macht er oft Sachen, die ich nicht will. Ja, geh mir weg. Wo ist der denn? Ja, ja. Oh, geh mir doch, geh weg, du Blöder. So, ah, da ist er wahrscheinlich, oder? Ja, das ist er. Moment mal, der wird bewacht, oder? Das merkt schon keiner, oder? So, und jetzt schnell weg hier. Das hat schon niemand bemerkt, oder? Nee, jetzt sollte ich safe sein. Ha! Wenigstens kein Zeitlimit. Mit Zeitlimits komme ich immer gar nicht klar. Wo ist denn der andere? Irgendwo links. Diese ganzen Verrückten hier, die nerven mich. Ich meine, die schubsen dich immer durch die Gegend, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Aber wenn sie dich in Wachen reinschubsen, dann wirst du halt sofort immer gleich verfolgt. Komm, hoch da. Und den nächsten umbringen. Aber wie bereits gesagt, also, die ganzen Missionen spielen sich jetzt mittlerweile alle relativ ähnlich. Geh von Stadt zu Stadt, hol Nachforschungen ein und dann töte die Person. Wer war das? Moment, nur weil ich jetzt hier einen auf... Greift er mich jetzt nicht mehr an? Aber das Problem ist, wenn der mich jetzt entdeckt... Ja, ich gehe ja schon. Ab runter da. Autsch. Ja. So, wo ist der? Genau hier irgendwo. Moment. Genau das ist es nämlich. Jetzt hier diese Verrückten, wenn der mich in die Wache reinschubst, dann hat sich das Thema direkt erledigt. Ach, da ist er. Ja, da sind ein paar Wachen in der Nähe. Ich sehe schon, ich versau's. Könntest du bitte mal weitergehen? Ich kann dich hier nicht umbringen. Gar ganz unauffällig. Ich könnte doch hier einen auf Gelehrter machen. Aber ganz unauffällig gehe ich hinter ihm her. Lass deinen Topf bitte nicht fallen. Hier sollte mich keiner bemerken, oder? So, und jetzt nichts wie weg hier. Und, ich hab's geschafft, oder? Danach ist immer so das Ding, haben sie dich jetzt entdeckt oder nicht? Was machst du denn da? Geh weg! Ah, ich glaube nicht, okay. Ja, das war doch ganz easy. Es lief zumindest besser als die Welche anderen. Welche Erleichterung zu wissen, dass ich sicher bin. Mhm. Danke, Meister. Ich versuchte, einen Handel mit den Wachen der Zitadelle zu machen. Aha. Damit diese die Tore offen lassen, auch wenn der Alarm erklingt. Und hat's geklappt? Ich versagte. Dachte also ich mal. Euer einziger Fluchtweg aus Richards Zitadelle die Festungsmauern herunter. Krieg ich Vergebt hin. Mir.
Ja. So, das war Nummer 1. Der Aussichtspunkt da oben sieht aber ganz gut aus. Der Aussichtspunkt ist auch in der Nähe, da könnte es was geben. Kommst du da hoch, Altair? Nee, kommst du nicht. Im Zweier kann man um einiges besser klettern. Da kann man nämlich richtig schön solche größeren Distanzen einfach so überspringen, sozusagen. So, und dann so. Was habe ich euch getan? Ja, ich könnte die natürlich alle befreien, aber nein. Komm, tötet den doch! So. Hat es jemand gesehen? Nee. Komisch, hier gibt es ganz schön viele Diebe. Alle 2 Minuten, du dreckiger Dieb! Erinnert euch das irgendwie an Gothic? Du dreckiger Dieb! Na warte! Vor meinen Augen zu stehlen? Okay, komm. Gib mir irgendwas in der Nähe. Komm. Gib mir irgendwas. Dünn. Und. Oh, nee. Okay, ich gehe mal weitere Aussichtstürme mir ranholen und dann schaue ich mal, wo denn die nächste Nachforschung getätigt werden kann. Vielleicht habe ich ja hier oben mehr Glück. Gucken wir mal. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich laufe einfach von... Ja, ich bin in der Nähe der Kapelle. Ich laufe einfach irgendwo hin, wo ich Aussichtspunkte habe und... Nein, auch hier ist nichts. Dann gehe ich mal zum nächsten Aussichtspunkt. Irgendwo hier in der Umgebung muss ja irgendwas sein. Ich bin noch ein bisschen am Laufen hier. Was machst du denn da, Altair? Der kann in der Luft laufen, schaut euch das mal an. Der kann in der Luft laufen. Kannst du da nicht hochgehen? Fall da bitte nicht wieder runter. Du sollst nur da hochgehen. Oh Gott sei Dank. Also einige Wege zu Aussichtspunkten sind manchmal ein bisschen tricky. Aber hier habe ich den nächsten. Schauen wir mal. Oh, bitte. Hier muss doch irgendwas sein. Ich hätte einfach drauf hören sollen, wo er mich hingeschickt hat. Weil der Typ im Büro hat ja gesagt, geh nach Osten oder so. Nee, auch hier ist nichts. Aber es schadet alles nicht, weil diese ganzen Aussichtspunkte werde ich für spätere... vielleicht ist hier nochmal ein Attentat. Da werde ich die für spätere Attentate vielleicht brauchen. Dann ist direkt eine Karte aufgedeckt. Weil man sieht hier zum Beispiel, hier ist so eine fette Kirche in der Nähe und irgend so eine Kaserne war da noch. Die ist vielleicht für spätere Assassinations auch ganz wichtig. Von daher habe ich direkt jetzt mal ein bisschen Gebiet erkundet, was ich vielleicht für später brauche. So, jetzt klettere ich mal da hoch und hoffe, dass da was ist. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass ich hier nochmal zurück muss in die Städte. Vielleicht habe ich jetzt schon alle Städte gesehen. Und jetzt kommen nur noch verschiedene... Tut mir leid. Und jetzt kommen nur noch verschiedene Attentate in verschiedenen Gebieten der Stadt. Vielleicht habe ich diesmal Glück. Oder ich bin komplett in der falschen Richtung. Und. Nein! Auch hier bin ich falsch. Das bedeutet, ich laufe mal weiter rum und suche noch weitere Aussichtspunkte. Aber wie gesagt, das ist ja alles keine verschwendete Zeit. Wer bist du denn eigentlich? Kann ich von dir klauen oder warum wirst du mir so komisch angezeigt? Soll ich dich mal töten? Du hast mir so komisch angezeigt, du leuchtest so seltsam. Ich weiß, zu Synchronitätsverlust. Oh, ich sollte vielleicht abhauen. Haben die mich bemerkt? Nee, haben sie nicht. Ja, meine Synchronität hält sich sowieso automatisch wieder. Okay, anscheinend war ich auch hier falsch. Suche ich mal nach dem nächsten Aussichtspunkt. Vielleicht finde ich ja irgendwo irgendwas. Nächster Versuch. Vielleicht ist ja hier irgendwo was. Oh ne, bitte schieß mich jetzt nicht runter. Okay, passt noch? Ja, der zielt schon unten auf mich, seht ihr den? Der hat schon Bock, mich da runter zu ballern. Hat sich's gelohnt, hierher zu kommen? Komm. Ja, töte mich ruhig. Nein, hat sich nicht gelohnt. Auch hier bin ich falsch. Ab zum nächsten Aussichtspunkt. Hier bin ich auch schon wieder am Rand der Karte. Also viel weiter geht's hier auch schon gar nicht mehr. Aber hey, irgendwann sind alle Aussichtspunkte in der gesamten Stadt erkundet. Das heißt, irgendwann muss ich was finden. Wie sieht's hier aus?
Ich hätte versuchen sollen, auch das ist wieder nichts. Ich hätte versuchen sollen, wo ich den ersten Auftrag hatte, da irgendwie in der Umgebung zu bleiben. Ah, ich musste halt raten, ich musste in irgendeine Richtung gehen und... So, da oben ist auch schon der nächste. Ich kletter mal schnell auf den hoch. Kann ich den vielleicht noch schnell töten? Hallo! Ja, Mai, wärst halt mal keine Wache geworden. Ja, irgendwie wird hier relativ häufig vor deinen Augen gestohlen. So, kletter ich da mal hoch und vielleicht habe ich hier Glück. Aber wahrscheinlich auch nicht. Hier bin ich auch schon am Rande. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich vermute mein aktuelles Ziel mehr südlich von hier. Wenn ich gerade auf die Karte gucke, irgendwie glaube ich, ich muss mehr südlich. So, gucken wir mal an. Wobei, so groß ist es gar nicht. Also ich war schon auf relativ vielen Aussichtspunkten hier. So groß ist es gar nicht. Und das abgesperrte Gebiet dann ist mit Sicherheit auch wieder dann ein Attentat. Das heißt, irgendwann muss ich sowieso wieder hierher zurückkommen. Und dann lohnen sich die ganzen Dinge mal. Aber suche ich erstmal nach dem nächsten Aussichtspunkt. Der Sprecher da unten. Ich habe das Gefühl, das wird eventuell so eine Verprügelmission. Also folgt dem Prügel hier die Infos aus ihm raus. Ich glaube, das könnte was sein. Schauen wir mal. Weil jetzt hier fühle ich mich ein bisschen besser mit den Zielen. Ich glaube, hier könnte ich richtig sein. Jetzt fall bloß nicht runter, Alter, hier. Wenn du jetzt runterfällst... Okay, passt. Ich habe das Gefühl, hier bin ich richtig. Jetzt bin ich wirklich einmal komplett um die Karte rum. Hier irgendwo in der Umgebung, bitte lass es was sein. Ich bin schon so viele Aussichtspunkte, bin ich hier schon am Durchsuchen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Auch der ist nix. Tja, die Suche geht weiter. Aller guten Dinge sind 20, würde ich sagen. Ich bin zwar schon relativ nah... Was? Ich bin zwar schon relativ nah an dem nächsten Gebiet dran, aber... Aller guten Dinge sind 20. Schauen wir mal, ob hier was in der Nähe ist. Und wahrscheinlich nicht. Da ist sogar was. Endlich geht's mal voran, alles klar. Endlich geht's mal voran. Ja, geht weg, Bettler. Ich habe jetzt wirklich andere Dinge zu tun. Hoffentlich ist es nur Taschendiebstahl. Die gehen mir nämlich immer am schnellsten. Was ist das? Okay, der ist dahinter versteckt. Moment, da oben ist anscheinend eh schon der nächste Aussichtsturm. Den hole ich mir kurz, wenn ich schon mal hier bin. Hoffentlich ist es nur Taschendiebstahl, weil die gehen schnell. Diese Verprügelmissionen dauern immer ein bisschen, weil da muss man ihm immer folgen in eine dunkle Ecke und dann gibt man ihm ordentlich volles Pfund aufs Maul. So, gucken wir mal. Ob hier noch was in der Nähe ist, aber was synchronisiere ich hier schon groß? Diesen kleinen Bereich und jede Menge Wasser. Und da draußen im Wasser gibt es nichts. Ich glaube auch, wenn man ins Wasser fällt, ist man sofort tot. Ja, das dachte ich mir, da gibt es sonst nichts. Okay, irgendwo da unten ist irgendwas. Schnell. Ups! Moment, ich darf da gar nicht rein, fällt mir gerade auf. Oder? Nee, doch, ich darf hier rumlaufen, alles gut. So, wer bist du? Du bist Taschendiebstahl oder was? Warnung zu nahe für Taschendiebstahl, okay. Das heißt, ich gehe mal... Nee, du sollst nicht den anvisieren. Wo ist denn der? Da. Man lässt euch kommen und gehen, wie es euch beliebt. Ich anscheinend. Dachte, niemand hätte Zugang zur Festung. Taschendiebstahl? Ja, wahr, aber Wilhelm will die Instandsetzung so bald als möglich beendet. Wilhelm also. Als Vorteil dient. Eine ideale Deckung. Sehr gerissen. Jedenfalls gib mir dein Zeug. Ich sollte ihn abliefern. Endlich entwickelt sich die Lage zu unseren Gunsten. Abwarten. Nicht von ungefähr. Nun, die Bibel sagt schließlich, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Komm her. Nein, das stimmt nicht. Nein, das stimmt. Das stammt aus Aesops Fabel. Die Bibel sagt in der Tat meist das Gegenteil. Ja, vieles meistens schon. Es geht darum, Geduld zu haben und abzuwarten, bis der Herr sich entscheidet, ob er zu helfen ist. Ist gut, lass mich klauen. Egal, ich sage, wir haben lange genug gewartet. Ja, sage ich auch. Dem werde ich nicht widersprechen. Ja. Also gut. Ich bin ganz bei euch. Weg. Wir haben lang genug gewartet. Ich sehe es ganz genauso. Der bemerkt mich nicht, oder? Was, verlassen Sie und finden Sie einen Ort, in dem Sie untertauchen können, um... Nein! Ich habe das tatsächlich versaut. Okay, ich gehe mal schnell... Ich gehe mich mal schnell untertauchen lassen und dann starte ich die Taschendiebstahl-Mission mal erneut. Nein! Versuch Nummer 2. Versuch Nummer 2. So, ab runter da. Zack.
Okay, jetzt muss ich mir den Dialog nicht nochmal anhören. Ja, ich muss zugeben, das war ein schlechter Versuch eines Taschendiebstahls. Also probieren wir das Ganze nochmal. Oh, der ist schon wieder relativ nah. Ja, lass den mal ein bisschen laufen. Jetzt eventuell. Oh. Moment, der bemerkt mich nicht, oder? Nur, ich darf nur nicht klauen, wenn er sich gerade am Umdrehen ist. Oh, jetzt hat's funktioniert. Ich dachte, ich hätte schon wieder versaut. Oh, es ist verloren, das ist aber blöd. Hast du einen wichtigen Gegenstand verloren, das tut mir aber leid. So, perfekt. Jetzt würde ich sagen, nichts wie raus hier. Ja. Geht nur her und tötet mich. So, ich suche mir mal den nächsten Aussichtspunkt und dann suche ich mir, ihr wisst schon, Nachforschungsteil Nummer 3. Ich habe gerade in der Nähe ein Ziel. Zu weit entfernt, um die Befragung zu starten. Ich habe zufällig einen gefunden. Ist eh nicht so wichtig, was der sagt. Keiner hört dir zu, wie du siehst. Wie du siehst, keiner hört dir zu. Es klappt nicht. Okay, dann folgen wir dem mal. Ja, halt die Klappe. Ich war gerade... ich habe auf der Karte so einen Aussichtspunkt markiert. Ich kann euch sagen, ey. Ich habe versucht, auf diese blöde Kirche da links von mir hochzukommen. Das ist... Auf einige Gebäude hochzukommen ist echt... Weil du bleibst dann... Du kannst relativ weit hochklettern und bleibst dann in der Mitte irgendwo stehen, weil Alter, ihr nicht mehr weiter hochkommt. Dann geht's weder links noch rechts. Dann musst du da ganz runter. An einer anderen Stelle nochmal hoch. Mann, das dauert. Kann ich den Aussichtspunkt mal wieder will nicht mehr weiter auswählen. Jetzt halt. Weil ich benutze die Karte relativ häufig, um irgendwelche Aussichtspunkte zu markieren. Aber jetzt, zum Glück habe ich den jetzt gefunden. Jetzt komm her! Es muss assassiniert werden. Wo ist denn die nächste dunkle Gasse? Ich folge dir mal eine Zeit. Mal gucken, wo die nächste dunkle Gasse ist. Also ich folge ihm jetzt schon ein paar Minuten, aber in eine dunkle Gasse geht der nicht. Es ist hier keine Wache in der Nähe, ich verprügel ihn jetzt einfach hier. Ich folge dem schon seit einer Zeit. Aber irgendwie... Der bleibt hin und wieder mal stehen und ratscht mit anderen Leuten. Ich hau den jetzt einfach so kaputt. Halt! Genug! Ich dachte, ich muss immer auf die dunkle Gasse warten. Gold? Ich habe hier etwas Gold. Ich will kein Gold. Nehmt es und verschwindet. Ich will kein Gold. Ich bin nicht auf Gold aus, nur auf eine Auskunft. Ich weiß nicht. Doch, du weißt was. Sagt mir, wo ich ihn sprechen kann. Das ist unmöglich. Er trifft sich mit dem König. Aha, wann wo? Wird er aufbrechen? Heute, aber das hilft euch nicht. Es wird wieder Streit geben und Wilhelm wird seinen Soldaten die Leviten lesen. Ja, so und ich werde ihm die Leviten Richard lesen. Schreit Wilhelm an, Wilhelm schreit seine Männer an. Er wird euch nicht empfangen. Doch, wird ich er. Ich sagte, dass ich mit ihm sprechen will. Nicht, dass er mich empfangen soll. Genau. Dann sind wir also fertig. Ja, sind wir. Nicht ganz, fürchte ich. Etwas brauche ich noch von euch. Das Leben. Was denn? Euer Leben. Ja, dumm gelaufen. Tja, so befragt man Leute. So befragt man Leute. Ich habe über 200 Meter zurück zum Büro. Dann würde ich sagen, laufe ich mal zurück, denn jetzt habe ich alles synchronisiert. Wollt ihr wissen, ich laufe hier übrigens seit 41 Minuten rum. Schon insgesamt, weil ich die ganzen Aussichtspunkte geholt habe, dann hin und wieder mal untertauchen musste und solche Sachen. Aber jetzt zurück ins Büro, Attentat starten und dann wird endlich mal wieder jemand Bedeutendes umgebracht. Aber Moment mal, ich habe hier eh nur noch 140 Meter. Geht schneller, als ich dachte. Ich dachte gerade, das wird Ewigkeiten dauern, aber ich glaube, das geht sogar. Also von daher runter. Ah, das Klettern ist habe ich schon an einigen Punkten gemerkt, nicht so easy, wie es in späteren Teilen ist. Ja, geht von mir weg, ihr ganzen Bettler. In späteren Teilen kann man auch so Geld vor sich auf den Boden hinwerfen. Und dann geben die Bettler zum einen Ruhe und zum anderen finden das die ganzen anderen Bürger natürlich auch toll. Und dann hat man gleich eine schöne Ablenkung. Einfach so Gold vor sich hinwerfen. Aber hier im Einser kann man noch gar kein Gold sammeln. So, hallo Verbindungsmann. Ja, komm. Der Eingang zum Assassinenbüro befindet sich auf dem Dach, danke. Mittlerweile nach 20 Attentaten weiß ich das auch. So, es hat eine Zeit gedauert, Rafik, aber ich habe alles beieinander. Alter, ihr. Was führt euch so bald wieder zu mir?
Ich habe mich mit Wissen gewappnet, wie befohlen. Sprecht, und ich werde urteilen. Wilhelms Heer ist groß und viele nennen ihn ihren Herrn. Aber er hat auch Feinde. Er und König Richard sind sich nicht wohlgesonnen. Wohl wahr, sie standen sich nie nahe. Das gereicht mir zum Vorteil. Richards Besuch hat ihn erregt. Wenn der König aufbricht, zieht Wilhelm sich in die Festung zurück, um nachzudenken. Er wird abgelenkt sein. Genau dann schlage ich zu. Seid ihr dessen sicher? So sicher ich nur sein kann. Und wenn die Dinge sich ändern, passe ich mich an. Dann gebe ich euch freie Hand. Beendet das Leben von Montferrat und befreit diese Stadt. Habe ich vor. Habe ich vor. Darf ich gehen? Genau. Tun wir's. Töten, 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 töten. Hoffentlich klappt's gleich mit dem ersten Mal. Spätere Attentate werden immer ein bisschen schwieriger. Und wenn man da failt, dann fällt man relativ weit zurück. Okay, Anschlag, nachdem er sich mit dem König getroffen hat, er wirkt abgelenkt sein, das denke ich auch. Wir haben 300 Meter und in einer Sekunde bin ich auf einmal sehr viel näher dran als in 300 Meter. Und schon sind es nur noch 50 Meter. So schnell kann es gehen, nicht wahr? So, jetzt gucke ich mal, wie ich da am besten reinkomme, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Mein Gott, hier ist ja alles voller Wachen. Ich denke, wir müssen mal ein bisschen die Wachen hier... muss ich da rein? Nee, ich glaube, ich muss erstmal auf den Platz da unten und dann startet's. Tausend Seelen, Wilhelm. Ich dachte, es wären Gefangene, die gegen unsere Männer eingetauscht werden sollten. Die Sarazenen hätten ihren Teil der Abmachung nicht eingehalten. Ihr wisst es. Ich tat euch einen Gefallen. Oh ja. Einen großen Gefallen, fürwahr. Jetzt sind unsere Feinde noch fester in ihrer Überzeugung und werden noch entschlossener kämpfen. Ich kenne unseren Feind. Er ist nicht gestärkt, sondern von Angst erfüllt. Sagt mir, wie kommt es, dass ihr unseren Feind so gut kennt? Ihr, der ihr das Schlachtfeld verlassen habt, um Ränke zu schmieden. Ich tat, was recht war, was billig war. Ihr habt geschworen, das Werk Gottes zu verrichten. Aber das sehe ich hier nicht. Nein, ich sehe einen Mann, der es mit Füßen tritt. Eure Worte sind höchst ungnädig, mein Lehnsherr. Ich hoffte, ich hätte mir inzwischen euer Vertrauen verdient. Ihr seid der Regent von Akron, Wilhelm, um in meinem Namen zu regieren. Wie viel mehr Vertrauen erwartet ihr? Wollt ihr vielleicht meine Krone? Ihr verfehlt den Sinn, aber das tut ihr ja immer. So gerne ich auch meine Zeit mit Wortgeplänkeln vergeuden würde, ich habe einen Krieg zu führen. Wir setzen das ein anderes Mal fort. Dann lasst euch nicht aufhalten. Eure Hoheit. Ich fürchte, die neue Welt wird für Leute wie ihn keine Verwendung haben. Gebt Wort, dass ich mit den Truppen sprechen will. Wir müssen sicher sein, dass jeder seine Pflicht erfüllt. Warnt sie, dass jede Nachlässigkeit aufs Schwerste bestraft wird. Ich bin heute nämlich nicht zum Spaßen aufgelegt. Ja, mein Herr. Der Rest von euch, folgt mir. Ich bin auch nicht zum Spaßen aufgelehnt. Aufgelegt, nicht aufgelehnt. Und ich habe da hinten schon einen Punkt gesehen, wie ich reinkommen kann. Da hinten scheint mal als... Das ist so richtig für einen Assassinen geschaffen. Hier, nach dem Motto, hey Assassine, hier kannst du übrigens hoch und kannst rein. Weil ich denke mal, den direkten Weg sollte ich vielleicht nicht nehmen. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal ohne... Moment, komme ich da überhaupt hoch? Vielleicht schaffe ich es ja diesmal ohne viel Aufmerksamkeit zu regen. Kommt der da hoch? Ja, kommt der. Ich sag ja, das ist genau wie für einen Assassinen gemacht. Das ist genauso der Hintereingang für Assassinen, glaube ich, oder? Ah ja, genau, jetzt hier nach da oben. Zufällig hängt ja alles genau so da, wie es ich brauche. Ah, da oben ist eine Flagge, super. Wow, wir haben eine der Templer-Flaggen. Ja, auf meinem ganzen Rumlaufen habe ich schon zwei andere eingesammelt, aber... Oh, shit. Hier wird schon keiner sein, oder? Nee. Was? Geht, Bauer, bevor ich euch wegjagen muss. Du wirst blutig. Was? Oh, der hat mich... Moment. Aber nur der hat mich bemerkt, glaube ich. Das heißt, ich glaube, jetzt sollte ich wieder safe sein, oder? Ja. Tolles Attentat, fängt schon mal gut an. Noch irgendjemand, der hier sterben will? Nein. Okay, gehen wir da mal... Das wird ja im Leben nix. Ich glaube, ich muss eine Wache nach der anderen hier mal wegmachen, sonst krieg ich... Komm weg mit dem. Ja, wunderbar.
Oh Gott, das sind noch mehr Wachen. Runter, 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 runter. Runter, runter. Oh Gott, sind hier viele Wachen. Ich glaube, ich muss mal ganz runter. Moment, ich darf hier drin gar nicht sein. Oh, jetzt bin ich in der Falle. Oh, jetzt bin ich in der Falle. Merkt ihr mich, wenn ich... Don't mind me. Lass mich bitte in Ruhe. Oh Gott. Ja, ich muss die ganze Zeit hier als getarnter, als so rumlaufen, indem ich Leertaste halt. Weil ohne hört man sofort... Okay. Ah, der ist da drin irgendwo. Warte, warte, wie soll ich den denn holen? Wie soll ich denn da reinkommen? Soll ich da von oben mit einem Messer runterwerfen? Aber Messer töten die nicht. Das habe ich bei dem Fetten schon gemerkt. Die merken doch, wenn ich da hochgehe, oder? Okay. Da ist er. Das heißt, von hier oben runterspringen. Ich sehe es, aber er gibt mir die Chance nicht. Weil normalerweise in späteren Teilen kann man jetzt von da oben so ein Luftattentat machen. Vielleicht geht es in den vorherigen nicht. Oh fuck, der schießt auf mich. Bemerken die das da unten? Das hat schon niemand gemerkt, oder? Mein Herr, bitte, wie kann ich den denn von hier oben? Das geht, glaube ich, im Einser nicht. Nein, sicher nicht. Ach, die töten gerade irgendwelche. Sollte ich hier warten, bis der rausgeht? Der wird nicht sterben durch die Wurfmesser. Ich wusste es. Sie können bestimmten Gangstern Wurfmessern stehlen. Ich wusste es. Ich wusste es, dass das nicht funktioniert, aber ich musste es mal versuchen. Wo ist der denn? Der ist irgendwo unter mir. Moment, wo ist der denn? Kämpft er jetzt auch gegen mich, oder? Okay. Testen wir mal die Macht des Konters. 20. Ah, das ist er sogar. Ach, der kämpft sogar gegen mich. Ich dachte, der läuft davon. Tötet mal den, der da am Boden liegt. Okay, es sollte funktionieren. Ja, steh mal wieder auf, Alter. Hier, keine Sorge, Alter. Hier, alles gut. Wunderbar. Ich hoffe, da kommen nicht unendlich viele Wachen nach. Ja. Zufällig habe ich ihn schon getötet. Eure Ränke sind gescheitert. Was wisst ihr von meinen Plänen? Ich weiß, dass ihr Richard töten und Akon für euren Sohn Konrad gewinnen wollt. Für Konrad? Mein Sohn ist ein Taugenichts und kaum fähig, sein Heer zu führen, geschweige denn ein Reich. Und Richard? Der Orchanon ist nicht besser. Geblendet von seinem Glauben an ein Trugbild. Akon gebührt keinem von ihnen. Wem dann? Die Stadt gehört dem Volk. Ihr erdreistet euch, für das Volk zu sprechen? Ihr nehmt ihnen die Nahrung, schindet sie ohne Gnade, zwingt sie in den Frondienst für euch. Alles das geschah, um sie für die neue Welt vorzubereiten. Ich nehme ihnen die Nahrung? Nein. Ich nahm sie in Verwahrung, damit sie in schlechten Zeiten wohl rationiert werde. Schaut euch um. In meinem Bezirk gibt es keine Missetaten außer denen, die von euresgleichen verübt werden. Und der Heeresdienst? Sie werden nicht für den Krieg ausgebildet. Wir lehren sie allein die Vorzüge von Ordnung und Disziplin. Das kann schwerlich Unrecht sein. Für wie ehrenhaft ihr eure Absichten auch halten mögt. Eure Taten sind grausam und müssen enden. Wir werden sehen, wie süß die Früchte eurer Arbeit sein werden. Ihr befreit die Städte nicht, wie ihr glaubt, sondern ihr verdammt sie. Und am Ende tragt nur ihr die Schuld dafür. Ihr, der ihr von guten Absichten sprecht. Ich habe einmal vergessen zu klicken. Ich habe einmal... Oh mein Gott. Man sieht es ja immer an dem grafischen Ding da, dass man eigentlich klicken sollte, um eine andere
an sich zu kriegen, aber ich habe es irgendwie versaut. So, jetzt wird es mal Zeit, hier abzuhauen. Es wird diesmal vielleicht gar nicht so easy. Ich denke aber schon. Ich gehe einfach den gleichen Weg raus, den ich gekommen bin. Es sollte funktionieren. Von da, darüber. Dann hier lang. Ah, da sehe ich schon, die Tauben. Das bedeutet, hier kann ich den Todessprung machen, glaube ich. Ja, die haben mich aber gesehen. Das heißt, der hilft mir gerade nicht viel. Okay, dann laufen wir mal die 300 Meter zurück zum Assassinenbüro, tauchen derweil mal unter und sagen mal Rafik, dass alles mehr oder weniger gut geklappt hat. Oh, das hat schon mal wieder nicht funktioniert. Ja, es dauert noch ein paar Meter. Und dann sind wir aber gleich wieder im Assassinenbüro. Hoffentlich untergetaucht. Ja. Okay, zumindest untergetaucht. Ich bin in der Nähe des Büros. Und zumindest für den Moment safe. Nein! Okay, diesmal habe ich aber gleich das Ding um die Ecke. Schau, ich bin 10 Meter näher dran. Ich komme da noch hin. Ich sehe da hinten den Eingang schon. Das muss ich nur noch schaffen. Wie gehe ich denn da am besten hin? Ja, was soll ich denn sonst machen? Wenn ich mich nicht verstecke wie eine Ratte, bleibt der Eingang meines Assassinenbüros zu. Oh Gott, bitte. 50... 40. Komm. Ne, die kriegen mich nicht mehr. 30, 20. Der Sprung muss noch klappen. Und es funktioniert. Huh, Rafik war mal wieder in aller Öffentlichkeit, aber so ist das Leben. Was führt euch hier? Wilhelm von Montferrat ist tot und mit ihm seine Ränkespiele. Es war gut, Akon vor seinem Griff zu bewahren. Aber warum jetzt? Wo die Kreuzfahrer mehr denn je zusammenhalten müssen. Er hätte warten können. Warten? Worauf? Dass Richard zurückkehrt und seine Intrigen entdeckt? Nein. Es war die rechte Zeit für ihn zuzuschlagen. Seltsam. Ich war sicher, er wollte Akon für Konrad. Aber er bestritt, dass dies sein Plan gewesen sei. Dem Wort einer Schlange, die auch im Sterben noch Gift produziert, ist nicht zu trauen. Ich sollte das mit Al-Mualem besprechen. Ja, mein Freund. Eilt nach Masyaf. Er wartet sicher sehnlichst auf euren Bericht. Schauen wir mal. Und was er zu sagen hat, kann ich mir aber jetzt schon denken. Denkt ihr nichts, Alter, ihr. Vertraue auf meine Weisheit. Töte die Ziele, die ich dir gebe. Und ansonsten, hör auf, Fragen zu stellen. Was anderes wird er wahrscheinlich nicht viel sagen. Das Ziel wurde eliminiert. Dann spulen wir doch mal bis nach Masyaf vor und gucken mal, was unser Herr und Meister so zu sagen hat. Benutzen Sie Konterangriffe, wenn Sie es mit mehreren Gegnern zu tun haben, um einen Vorteil. Tretet vor, Alter, ihr. Berichtet von euren Fortschritten. Ich tat, wie mir geheißen. Gut, gut. Ich spüre, dass ihr mit den Gedanken woanders seid. Sprecht darüber. Jeder, den zu töten ich geschickt wurde, spricht kryptische Worte zu mir. Jedes Mal komme ich zu euch, um Antworten zu finden. Jedes Mal erhalte ich nur weitere Rätsel von euch. Das muss enden. Wer seid ihr, dass ihr so mit mir sprecht? Ich bin es, der eure Aufträge ausführt. Wenn ihr das fortzusetzen gedenkt, so sprecht endlich frank und frei mit mir. Gemach, gemach, Junge. Dieser Ton gefällt mir nicht. Und ich mag eure Verwirrungen nicht. Ich bot eine Gelegenheit, eure verlorene Ehre wiederherzustellen. Nicht verloren. Genommen. Von euch. Und dann lasst ihr mich sie holen, wie ein gottverdammter Hund. Mich dünkt, ich werde einen anderen finden müssen. Schade. Ihr zeigt großes Potenzial. Hättet ihr einen anderen, hättet ihr ihn längst entsandt. Ihr sagtet, meine Fragen werden beantwortet, wenn ich nicht mehr danach fragen muss. Ich frage nicht mehr. Ich fordere, dass ihr mir sagt, wie diese Leute in Verbindung stehen. Ja, ihr habt recht. Diese Männer sind verbunden durch einen Blutschwur, ganz wie der unsere. Wer sind sie? Non nobis, Domine. Non nobis. Templer. Nun erkennt ihr das wahre Ausmaß von Robert de Sables Macht. All diese Männer. Statthalter. Heerführer. Sie alle haben ihm die Treue geschworen. Ihre Werke können nicht einzeln betrachtet werden, oder? Nur als Ganzes. Wonach streben sie? Eroberung. Sie wollen das Heilige Land nicht im Namen Christi, sondern für sich selbst. Was ist mit Richard? Salah al-Din? Jeder, der sich den Templern entgegenstellt, wird vernichtet. Seid versichert, dass sie Mittel und Wege haben. Dann muss man ihnen Einhalt gebieten. Daran arbeiten wir, Altair. Für eine Zukunft ohne solche Ränkespiele. Warum habt ihr mich belogen?
damit ihr den Schleier selbst lüftet. Wie immer geht das Wissen der Tat voraus. Selbsterworbenes Wissen ist besser als erlerntes. Im Übrigen hat euer Verhalten in letzter Zeit nicht eben Vertrauen erweckt. Verstehe. Alter ihr, eure Mission ist unverändert. Nur eure Wahrnehmung der Umstände hat sich geändert. Und gewappnet mit diesem Wissen werde ich die übrigen Templer vielleicht besser verstehen. Sonst noch etwas, das ihr wissen wollt? Der Schatz, den Malik aus Salomons Tempel brachte. Robert schien ihn verzweifelt zurückhaben zu wollen. Alter ihr, bei Zeiten wird euch alles klar werden. So wie euch die Rolle der Templer offenbar wurde, werdet ihr auch die Natur ihres Schatzes erkennen. Fürs Erste findet Trost darin, dass er nicht in ihren Händen ist, sondern in unseren. Wenn das euer Wunsch ist? So sei es. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen. Nehmt eure Waffe. Möge sie helfen, der Bruderschaft Ehre zu machen. Altair, bevor ihr geht... Ja? Woher wusstet ihr, dass ich euch nicht töte? Ehrlich gesagt, Meister, gar nicht. Ich habe meinem Glauben vertraut. Dann gib mir eine Waffe, alter Mann. Gib mir eine Waffe. Was krieg ich? Ist das der... Was benutzt er da gerade? Hä, was habe ich jetzt Neues gekriegt? Neue Waffe halten, extra Wurfmesser. Sie können im Hof trainieren. Nein, danke. Ich weiß, wie man Wurfmesser benutzt. So, damit ist der Nächste weg. Auch er zeigt, wie alle anderen, keine Reue. Sie stecken also alle gemeinsam unter einer Decke. Templer. Templer, Templer, Templer. Von denen werden wir hören. Heute noch, beziehungsweise heute nicht mehr. Aber in Zukunft noch und in allen anderen Assassin's Creed-Teilen auch. Assassinen. Gegen Templer. Wir stehen mal wieder in dem wunderhübschen Hof, genau wie auch letztes Mal. Das bedeutet, hier machen wir wieder Schluss. Ein weiteres unglaublich diskretes Attentat und mal gucken, ob sich diese Serie fortsetzt. Vielleicht schaffe ich es ja mal irgendeinen zu assassinieren, ohne dass es so viele Leute mitkriegen. Ich dachte, man kann die vielleicht mit Wurfwaffen töten, aber anscheinend konnte man es nicht. Aber ich glaube, ich habe ihn ein bisschen geschadet, weil als ich ihm dann gekontert habe und er am Boden lag, habe ich ihn noch einmal treffen müssen, dann war er sofort tot. Also ich glaube, ich habe ihm zumindest geschadet, aber wirklich getötet nicht. Sonst klappt es ja mit der Animation nicht, weil der letzte Todesstoß ist ja immer mit der Klinge, damit er ihn gleich runterlegen kann und mit ihm sprechen kann. Also ist das mit den... Wurfmesser eh nicht so einfach. Aber bevor ich Ewigkeiten ratsche, machen wir Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann wird noch mehr gemordet. Und bis dahin, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.